Sehr geil, sehr, sehr geil. So, deswegen hasse ich auf Partys zu gehen von Weilam. Geht 5 Minuten. Deswegen hasse ich es, auf Partys zu gehen. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne den YouTuber nicht, aber mich interessiert das Thema. Ich glaube, jeder, der manchmal meine Videos guckt, weiß oder kann sich denken, was meine Meinung zu Clubs oder Partys sind. Und what the heck, warum guckst du manchmal meine Videos? Ich habe schon bestimmt schon mehr als einmal meine Abneigung zu Clubs und Partys in Videos erwähnt. Zwar waren manche thematisiert, das war in den Trends, aber mein Großteil meines Ekels ging auch an Clubs. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt euch denkt oder sofort in die Kommentare schreibt, Partys sind wild, du warst bloß kaum auf welchen, sage ich euch, na, ich hab schon... Also ich muss schon mal sagen, man sieht ja sein Gesicht nicht, aber die Stimme ist auf jeden Fall schon mal... ja. Mein Fair Share an Erfahrung mit Partys, denn ich bin der aus dem Freundeskreis, der immer mitgezwungen wird, irgendwo hinzugehen. Und ich spreche jetzt für alle, die in ihrem Freundeskreis dieser Guy ist, oder Girl, oder mit was auch immer du dich identifizierst. 2020, right? Wir bereuen es zu 90%, dass sie mitgekommen sind. Wir stellen uns immer vor, was sie statt... Ich sage, solche Videos gucken zu 70% Frauen. ...dessen immer machen hätten können. Und wie schön doch der Abend wäre, wenn wir nur gechillt hätten. Naja, wie gesagt, ich habe schon mein Fair Share an Clubs und Partys Erfahrung. Ich werde aber jetzt nur von Clubs reden, weil Partys ein bisschen umfangreicher sind. Denn dazu könnte alles gehören. Geburtstagspartys, manche Partys mochte ich sogar. Und wir. Also werde ich heute nur, wie gesagt, über Clubs sprechen. Mein erster Club war mit 18. Und wie ihr raten könnt, wurde ich hingezwungen von niemand anders als mein bester Freund Kevin. Wir waren als Gruppe unterwegs, Kevin. Und ich glaube, dass auch Kevins Mom und Schwester dabei waren. Weird. Es ist schon 5 Jahre her, also kann ich mich nicht wirklich an viel erinnern. Ich weiß nur, dass der Eintrittspreis echt unnormal hoch ist. Dazu muss man noch extra zahlen für die Garderobe, was eigentlich in den Eintrittspreis dazugehören sollte, finde ich. Und die Getränke. Nun bin ich nicht so ein Miesepeter, der komplett einfach nichts macht. Ich bin natürlich der Gruppe mitgefolgt zur Tanzfläche und als zu der Zeit noch aktiver Tänzer war es echt unbefriedigend, Club zu tanzen. Man hat keinen Platz und wenn man richtig anfängt zu tanzen, wirkt man wie ein Tryhard. Also muss ich mich zufriedenstellen mit Club tanzen. Ich bin eigentlich eine Person, die nur 1 bis 3 Songs immer hat, die man dann immer 24/7 auf Repeat hört. Und wenn dazu der DJ einen komplett anderen Musikgeschmack hat, wird das Tanzen mehr zu anstrengendes, gezwungenes Hüpfen. Das war mein erster Club-Eindruck. Ich kam mit null Erwartung rein und wurde mit negativ... Bin ich der Einzige, der sich denkt, warum geht er in den Club, wenn er keinen Bock auf den Club hat? Dann geh doch einfach nicht hin. Also, dann sag doch einfach nein. ...mit Erlebnissen überschüttet. Clubs sind ja schon allgemein ein bisschen dunkler gehalten für Flirty-Atmosphäre. Aber ich weiß nicht, was deren Plan war, jeden eine Epilepsie-Attacke zu geben. Ich habe legit 2 Frames gesehen. Jeder hat sich in Bilder bewegt beim Tanzen. Ich bin danach... Gruppenzwang? Dann sag doch einfach nein. Das geht ganz einfach. Wollen wir es mal zusammen machen, Chat? Wenn ihr etwas in eurem Leben nicht möchtet, dann sagt ihr nein. Und dann überlegt ihr wirklich nochmal, wenn der andere wieder nervt, dann denkt ihr euch, nein. Und dann, wenn er wieder nervt, sagt ihr, nein. Und wenn es so weit ist, dass er dann sagt, ja, okay, wenn du nicht mitkommst, dann sind wir keine Freunde mehr, dann sagt ihr, nein. Und wenn er wieder nervt, sagt ihr, nein. Und sogar am Gegenteiltag sagt ihr einfach, nein. Versucht es mal, Chat, zusammen. Nein. 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 Vielleicht ein Kollege, der einen überredet? Nein. Ich mach's mal vor. Passiert was bei 200 Subs? Nein. Wird je was bei 200 Subs passieren? Nein. Passiert etwas bei 300 Subs? Nein. Wird je etwas bei 300 Subs passieren? Nein. Einfach von der Tanzfläche gegangen zu der Couch und hab getextet. Eigentlich sind die Bereiche ja da für Leute, die extra bezahlen, aber ich wusste es gar nicht. Ein anderer Club in Berlin war eine K-Pop-Party. Ein Club, wo gezielt nur K-Pop-Songs laufen. Und wohl nicht meine schlechte... K-Pop, da sehe ich mich! Echteste Erfahrung mit Clubs, aber wohl die weirdeste. Ich stand an der Schlange mit meinem Kumpel, um Getränke zu besorgen und ich wollte es safe nicht trinken. Als wir gleich dran waren, haben sich dann 2 umgedreht. Hier für dich. Warte, was? Du bist doch Weilam. Ich glaube, die Konversation lief so. Die waren zwar nett, aber ich habe deren Angebot abgelehnt. Und mir wurde auch klar, dass ich erkannt wurde. Und das von viel.
Ich wollte euch nur klar machen, dass es nicht wirklich angenehm ist. Ich musste immer aufpassen, dass ich mich nicht dumm verhalte. Also war es ein sehr unentspannter Abend für mich. Ich will nach Hause. Ich weiß, viele geben bestimmt keinen Kack, was ich mache, aber Anxiety sagt nein. Der letzte Club, worüber ich reden will, ist in Tokio. Während der Epilepsie-Club Mittel war und die K-Pop-Party Mini, war der eine Club in Tokio riesig. Ja, ich sage eine. Ich war in vier verschiedenen in Tokio. Der Club, wo ich mit dem Booty angetanzt wurde und ich nicht pleasend reagiert habe, war nicht der Club, worüber ich jetzt reden werde. Also, in Tokio in den Club gehen sehe ich mich auch. Einfach nur mal, um reinzuschnüffeln. Kurz in Tokio in den Club? Einfach nur mal kurz, um reinzuschnüffeln. Warum nicht? Denn ich werde über den Club daneben reden. Ja, die waren direkt nebeneinander. 10 Meter weiter war sogar der dritte Club. Der riesige hatte, glaube ich, 3 Stockwerke. Der unterste war für Hip-Hop und R&B mit handabzählbaren Leuten. Der mittlere war für House mit schon einer okay Menge. Und der höchste war EDM. Es war komplett voll. Und es ist richtig enttäuschend, dass Tokio auf EDM abfährt, wie Berlin. Halt jede Riesenmetropole EDM. Jeder seinen Geschmack, aber für mich viel zu wupp wupp wupp. Auf jeden Fall war ich natürlich nicht alleine im Club, denn ich bin nicht lost. Ich war mit Kevin und Sevan da. Wir haben alle zwar Hip-Hop am meisten gefeiert, aber weil wir die einzigen waren, die tanzen, sind wir hoch zu Haus. Und später dann zu EDM. Eins habe ich bemerkt in den Clubs in Japan, die Leute sind da viel belebter und voller Energie zu feiern. Ich glaube, ich stach richtig raus mit meinen lustlosen Tanzen. Hälfte der Zeit stand ich im Treppenhaus und hab mit null Internet gesurft. Und das. Er ist im Club und sitzt in der Ecke und benutzt das Handy. Nee. Kein Joke, ich hab alte vorgeladene Instagram-Sachen angeguckt. Und das immer wieder. Würde ich Clubs und EDM lieben, würde ich es wahrscheinlich auch feiern. Denn es war nicht so übertrieben mit Epilepsie, sondern mit Rauch. Also. Seine Videos haben auch einen Hauch von introvertiert. Also ich meine das nicht abwertend. Aber ich glaube auch, er ist eher ein in sich gekehrter Typ. Und halt auch eher vielleicht ein bisschen schüchterner. Dass ich das Bedürfnis habe, gerade einfach meinen Hoden hier auf den Tisch zu hauen. Und gleich direkt nach dem Video einmal kurz zu trommeln. Ich wollte nur einen Chillplatz suchen, um einfach nichts zu machen, aber für den einzigen Ort muss ich eine Frau sein. Denn die Sitzplätze waren Women Only. Was? Da kommt nur Schlaffi rein. Ziemlich gut ist, weil Frauen dann einen Rückzugsort haben, aber hätten sie nicht wenigstens eine Couch für Männer lassen können? Und die andere Zone war der Raucherbereich. Wenn ich drüber nachdenke, sind es nicht unbedingt Clubs, die ich nicht mag, sondern mehr zu viele Menschen in einer Date-fokussierten Zone. Ich fühle mich einfach immer gejudged und mache mir extrem viele Gedanken. Und mir ist gerade eingefallen, dass meine erste Club-Live-Party nicht mit 18 war, sondern auf einer Klassenfahrt. Es war der letzte Abend und es wurde eine Party organisiert für meine Klasse. Und bumm, 13-jährige schwanger. Ich war nur am Essenstisch und habe alles weggesnackt. Über die Jahre habe ich mich wohl... Ich meine, stell dir mal einen Elternteil vor, wo so 13-, 14-Jährige zusammen auf Klassenfahrt gehen und dann kommen die so von der Klassenfahrt wieder und Jasmin kommt nach Hause, völlig entsetzt, heult. Und muss erstmal den Eltern erzählen, dass Lukas in ihr gekommen ist. Und die Eltern machen sich voll Panik. 2 Wochen später Schwangerschaftstest. Jasmin, schwanger. Lukas weiß von gar nichts. Ihm ist es auch eigentlich egal. Das muss so der Horror sein. Es muss ja abgefuckt sein. Es ist ja furchtbar. Wohl nicht geändert. Allgemein habe ich nichts gegen Clubs und Partys oder Leute, die Clubs und Partys lieben. Außer du hast du den. Aber für mich ist es nichts. Theoretisch bezahlt man, um zu laute Musik zu hören und um mit vielen sweaty Leuten zu tanzen. Getränke und Sitzplätze sind natürlich nicht inbegriffen. Und weil wir hoffen, dass kein... Bevor jetzt das Outro läuft, wollte ich nur Bescheid sagen, dass nächsten Sonntag am 6.6. die nächste Discord-Talentshow stattfindet. Ihr könnt euer Talent vor mir und den Twitch-Chat zeigen und viele Pogs bekommen. Natürlich müssen es keine richtigen Talente sein. Seid einfach unterhaltsam. Perfekt. Danke dir. Video gibt einen Daumen nach oben.